Und damit, Leute, willkommen zu meinem nächsten Netzshow. Vector ist das Spiel. Boah, Gänsehaut. Gänsehaut. Bei dem Intro. Boah. Krass. Ein wirklich sehr tiefgründiges Spiel, in dem ein oder der Protagonist versucht, vor dem Alltag zu entfliehen, in dem die Welt gebrainwashed, kontrolliert wird. Versucht er dazu entkommen. Und wie sich das hier widerspiegelt in dem Spiel, das erfahrt ihr hier. Also schön dranbleiben, meine lieben Kinderchens. Ich zeig's euch mal eben schnell. Es gibt den klassischen Modus und den Jägermodus. Wie man den Jägermodus freispielt, habe ich keine Ahnung. Vielleicht, wenn man drauf drückt. Oh, 50 Sterne müssen wir einsammeln. Gucken, ob wir das schaffen. Ist kein Let's Play, aber ich könnte echt mal überlegen, darüber eins zu machen, weil das. Boah, das sieht nice aus, Alter. Was geht? Krass. Das erste Level scheint wohl noch so ein Tutorial zu sein, in dem man die Grundschritte erklärt bekommt. Ihr seht, er bricht aus, fällt 50 Meter tief und überlebt das auch noch locker. Und hier bekommen wir die Tipps gesagt, wie wir hier überleben. Durch Wischen nach oben springt man. Er kann sogar, ja, an der Wand hochklettern. Das ist richtig cool. Man kann sogar rutschen, um hier so zu entkommen. Bam, rutschen wir nochmal. Und nochmal einen Sprung. Also ihr seht, das ist von zu Anfang noch so ein bisschen easy. Aber ich kann mir vorstellen, je länger das geht, desto schneller wird der Bursche auch. Nein! Alter, ich hab falsch gewischt. Nein! Nach rechts wischen, um zu beschleunigen. Cool, kann man das immer machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Springen. Jump Tumble. Wow. Wir sind jetzt cool. Wir können Saltos springen. Das haben wir eben gelernt. Cool. Also ihr seht, der Typ entkommt vor dem Alltag. Das war knapp. Und wir haben es geschafft. Ha. Entwischt. Bitch. Nur 2 Sterne. Ist ein bisschen traurig, aber was soll man machen? Gucken wir uns das nächste Level an. Also ihr seht, ne, richtig nice. Ich finde, das Spiel ist richtig geil. Wurde vorgeschlagen von Dragunie. Die hat mir gesagt, oder der hat mir gesagt, ja, spiel das doch. Ja, das ist toll. Ich kannte das vorher gar nicht, das Spiel. Und ich finde, das ist ein richtiger Fehler, weil das Spiel ist einfach cool gemacht. Das Intro richtig geil. Richtig geil animiert. Der Protagonist versucht da aus diesem Alltag zu entfliehen, sich da diesen Brainwash-Gedanken halt zu entfliehen, und das ist richtig geil gemacht. Warum nicht? Ziemlich nice. Nächstes Level. Story 1-2. Also ihr seht, so ein 2D einfach gehaltenes. Ups, da haben wir schon den ersten Boni verpasst. Nein! Halt so ein 2D Jump and Run. Voll cool. Mal der anderen Art, ist nicht so wie Mario oder so. Ich springe echt an den Boni vorbei, kann das sein? Ui! Das ist die Frage, kann ich auch so? Ah, okay. Geschwindigkeitsboost kann man dann wirklich nur noch machen, wenn auch diese Beschleunigungsstreifen am Start sind. Das geht dann anscheinend nur das halb. Ich dachte mir nämlich eben, komm, versuchst du mal den rechten Beschleunigungsstreifen, also mal rechts über den Bildschirm zu wischen. Aber es hat nicht geklappt. Leider, leider. Ich glaube, wir haben nur einen Stern bekommen, oder? Yo. Wir finden die Boni einfach nicht. Schade. Ist doof, aber egal. Ich bin es ja hier, um euch das mal so zu zeigen. Gibt es übrigens gratis im Play Store. Ob es auch gratis im App Store gibt, da weiß ich nicht. Also im iOS Store. Keine Ahnung, müsst ihr mal schauen. Es ist auf jeden Fall gratis im Play Store drin und holt's euch. Ist richtig geil. Danke nochmal für den Vorschlag, Dragoni. Also. Richtig nice, finde ich cool. Nice Spiel. Ihr seht, nicht jedes Spiel, was aus dem Play Store kommt, muss auch scheiße sein. Oh Scheiße, oh Scheiße. Also ihr seht, nicht jedes Spiel, was aus dem App Store kommt oder aus dem Play Store, muss automatisch scheiße sein oder Pay to Win sein. Es gibt auch wirklich Gratis-Spiele, die auch wirklich Qualität haben. Und das ist eins von ihnen, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo hier überhaupt das Pay-to-Win-Prinzip versteckt sein soll. Ich finde es hier gerade gar nicht. So, und jetzt bitte.
gucken, dass wir hier anständig springen. Und das sieht doch gut aus. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, wie man das überleben kann, wenn man da 50 Meter tief runterfällt mit so einer Geschwindigkeit. Aber in dieser Welt ist wohl alles möglich. Was ist das hier? Trick gesperrt. Ja, warum komme ich denn da nicht hin? Ups. Kann man das so einen Doppelsprung machen? Nee, das geht nicht. Schade. Zack, 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 zack. Oh nein. Jump Tumble, yay. Er kommt uns immer näher, der Typ. Er kommt uns immer näher, aber wir haben ihn auch eben wieder durch die Wand abgeschüttelt und bam, sind wir mit dem Level durch. Schöne Sache, Mann. Nice. Trotzdem nur ein Stern, ist schade. Ja. Ist schon so ein bisschen doof. Warum ich nicht da rein können? Ich kann da nicht rein. Warte mal, wieso kann ich da nicht rein? 5 Sterne in City Center. Ich habe ja nur 4 gerade, ne? Auch schade. Oh, also ihr seht, das Spiel ist doch so ein bisschen Pay to Win. Um in die nächsten Level zu kommen, muss man entweder fleißig die Sterne sammeln oder man kauft sie oder man erhält sie kostenlos durch Werbungseinblendungen oder sonst was. Das ist nur nicht nur in diesem Spiel so. Und ja, ich kann die Entwickler verstehen, die sagen, okay, wir versuchen jetzt mit einem kostenlosen Spiel Geld reinzuscheffeln, indem wir sagen, okay, halt ein bisschen Pay to Win und so weiter und so fort. Verstehe ich, wenn man es nicht übertreibt. Also, ich weiß jetzt zwar nicht, warum ich hier bei dem 1-3 nur so einen Stern geholt habe. Ist ein bisschen wenig für meine Verhältnisse, aber ich war eigentlich relativ zufrieden mit dem Level an sich. Aber nur ein Stern? Naja. Auf jeden Fall, das war Vector. Ich hoffe, das Let's Show hat euch gefallen. Schreibt mir mal die nächsten Vorschläge in die Kommentare. Ich habe mir auch diesen Vorschlag von Skillua beherzigt, der da hieß Plug Inc. Das kommt eventuell nächste Woche dran, muss ich mal schauen. Wenn jetzt nicht noch so ein Bombenvorschlag kommt. Plug Inc, klar, ich kenne das Spiel, ich fand es auch recht interessant, aber ich habe das nie durchspielen können, wisst ihr, deswegen. Ich kann es ja auch mal zeigen, also wie gesagt, es ist ja Let's Show Sonntag und da kann ich zeigen, worauf ich lustig bin und vielleicht kommt nächste Woche Sonntag ja Plug Inc. Aber schreibt mir dennoch eure Vorschläge in die Kommentare. Ich werde mir dann die Spiele mal anschauen. Bis dahin, haut rein, ciao.